Ja, und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Transformers The Video Game. Ich weiß zwar auch nicht, was der Kleine da gesagt hat, aber wird schon stimmen. So, wir spielen jetzt den Düsenjäger. Düsenjäger-Boy. Gehen wir mal schnell zur Mission. Funkstörung. Zerstöre die Funktürme. Die Funktürme müssen zerstört werden, um ihre Signalübertragung zu unterbrechen. Ihre Signale stören dein Radar, bis du nah genug bist, um sie zu sehen. Oh Gott, die Steuerung ist ja noch mieser als vom Helikopter. Was davon ist mein Funkturm? Der da oben. Okay. Boah, da wird einem ja schwindelig von. So. Warum? Einsatzziel. Achso. Hey, wie kann das denn sein, dass die blöden Funktürme außerhalb des Einsatzziels sind? Der Einsatzzentrale. Ihr wisst schon, was ich meine. Flieg! Ich muss es im Fliegen machen, ne? Gut. Irgendwie zählt noch nicht ein Funkturm davon. Muss ich die auch im Fliegen abschießen? So. Oh, die Steuerung. Wie komme ich denn weiter nach unten? Hey, normalerweise müsste ich sie jetzt alle haben, ne? Den einen noch und dann... Den mache ich mal jetzt so richtig. Schauen wir mal, ob der zählt. Wenn ich den jetzt hier komplett ausschalte. So. Wo ist er? Da hinten? Ne, da. Das ist ja echt ätzend, das zu steuern. Also die... Ich find's super, dass du die Möglichkeit hast, einen zu steuern, der fliegen kann. Aber da ist die Steuerung des Flugviehs einfach schrecklich. War ja schon beim Helikopter so. Ja, das war der erste, den ich geschafft habe. Die nächste versteckte Zone finden, okay. Hier. Da sind auf jeden Fall jetzt hier welche. Ah, das Gute ist, ich muss das nicht im Fliegen machen. Einfach nur mehrere Zonen davon finden. Die ganzen Satellitenschüsseln in die Luft jagen. So, den habe ich auch. Den nehme ich auch gleich mit. Den nehme ich auch gleich mit. So, nächster abgeschaltet. Da vorne ist die nächste Zone. Alles halb so wild, wenn man weiß, wie man es umgehen kann. Ich möchte mal wissen, womit die schießen, ey. Dass die hier die ganzen Helikopter, die anderen, alle so schnell ausschalten können. Du musst nicht mal sehen, wo du hinschießt. Es geht auch so. Wo ist der letzte? Da. Dass die sich in der Luft nicht verwandeln können, finde ich ein bisschen schade. So, den habe ich. Hier vorne ist noch einer. Na komm, kriege ich das mal in der Luft hin? Der wackelt so beim Fliegen. So, den habe ich. Da haben wir noch einen. Häng ich jetzt hier fest? Geht hier oben ab. Fröhliche Helikopterparty oder was? Ist mir ein Flügelmann zu viel, eindeutig. Was bist du für einer? Der, hier ist noch einer.
So, jetzt haben wir alle. Finde die nächste versteckte Zone, ja. Wollen wir doch mal gucken, ob wir die auch noch finden können. Also hier vorne vielleicht. Da waren wir noch nicht. Nee, das ist ein Irrläufer. Hier. Also das Level ist jetzt nur nicht so spannend. Da waren auf jeden Fall schon Missionen, die eindeutig besser designt waren. So. Aber wir haben die Mission schon geschafft. Von daher kein Problem. Da müssen wir nicht viel Zeit mit verbringen. Ich hatte gehofft, er spricht jetzt endlich normal. Falsch gedacht. Düsterer Retter. Zerstöre die Fahrzeuge, die Bone Crusher angreifen. Bone Crusher hat sich auch in dieser Flugbasis versteckt und wurde jetzt in einem Hinterhalt gelockt. Hilf ihm, die Militärbasis zu gelangen, indem du auf alle schießenden Geschütze... Was ist das für... Hilf ihm, in die Militärbasis zu gelangen, indem du auf alle ihn schießenden Geschütze zerstörst. Gut. Lassen wir das einfach mal so stehen. Sind das alle? Wird er denn für einen Wagen? Wahrscheinlich meinten sie alle auf ihn schießende Geschütze zerstörst. Ja. Gut gemeint. So. Ich glaube, eine Begleitmission hatten wir bisher noch gar nicht. Das ist auch mal was Neues jetzt hier. Mehr oder weniger halt. Man sieht überhaupt nicht, dass der schießt. Ich sehe zwar, dass die Lebenspunkte verlieren. Aber so wirklich schießen tut er, glaube ich, nicht. Naja. Spaß macht's trotzdem. Bleibt er einfach an diesem Stoppschild hängen. Aber ich muss ehrlich sagen, also ich finde das mit dem Zerstören der Sachen und so finde ich ganz interessant. Das ist ganz, ganz nett gemacht. Aber letztendlich gefällt mir auf jeden Fall die Autobot-Kampagne sehr viel besser als die Decepticon-Kampagne bisher. Also die konnte mich noch nicht so richtig überzeugen. Mag jetzt einerseits an den Bugs liegen, die jetzt hier aktuell auftreten, ja, aber wir spielen solche Spiele ja immer nur wegen der Story, das wisst ihr ja. Also, die Story ist gut, war im Film schon gut. Wieder so einer. Ah, ich habe hier keine Zeit mehr für dich. Dann meinen Kumpel verfolgen. Ja, das ging jetzt ja doch sehr schnell. Kapitel abgeschlossen. Wunderbar. Halbe Flugbasis zerstört. Nase, Hase, Hase, Hase. Whatever. Niemand.
Mann steht mir im Weg. Feuerwerk. Zerstöre alle Jets der Menschen und sammle ihre Wrackteile. Das Militär hat einen Luftangriff gegen dich gestartet und setzt dabei Jets ein, die auf der Technologie der Transformers basieren. Schieße sie ab und sammle die Trümmer des Flugzeugrumpfs auf, um herauszufinden, woher die Daten stammen. Oh, so ein Luftding, ne? Wird einem schon wieder schwindelig vom Zuschauen. Was ist denn der grüne Punkt, die Mission? Da wahrscheinlich, wo die Mission startete. Wie kann man denn so ein Spiel designen, wo einem so schwindelig wird vom Spielen? Ich sehe den Gegner gar nicht. Ich sehe nur, dass er auf mich schießt. Vielleicht ist er weit oben in der Luft. Wir fliegen weiter in die Luft. Nein, da ist er nicht. Hä? Okay. Ach, ich muss die abschießen und dann einsammeln. Okay. Ja, das stand da ja auch drin, ne? Ich meine, das hätte man ja auch verstehen können, theoretisch. Do a barrel roll. Aber wie habe ich das gemacht? Ich weiß es nicht. Ich sehe schon, diese Mission wird mich noch die eine oder andere Minute kosten. Richtig schnell sind die Transformers nun auch nicht, ne? Wer schießt denn da immer auf mich? Da oben, die Kollegen. Das ist natürlich das Einfachste. Ich hole die einfach direkt vom Himmel runter. Und, komme so an die Informationen ran. Wenn ich jetzt nicht gleich tot bin, dann könnte das sogar klappen. Schauen wir mal, ob ich es hinbekomme. Hälfte haben wir, 4 von 10, aber meine Lebenspunkte sinken rapide. Wie gesagt, die gehen auch runter, wenn du es nicht siehst. Oh, jetzt bin ich gleich wirklich tot. So, ich glaube, ich habe sie jetzt fast alle. So, da ist Nummer 7. Nummer 8. Licht hier. Und zeitlich packen wir es auch noch. Und Nummer 10 dort vorne. Sehr gut. Yeah, geschafft. Mission abgeschlossen. Folge beendet. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus, euer Marc.